Live. Wir sind live. Live? Live. Hallo liebe Dressmakers. Willkommen zurück. Wir haben uns jetzt vorbereitet und nähen den elastischen Grundschnitt Oberteil Damen. So. Das bedeutet, wir realisieren jetzt den elastischen Grundschnitt. Genau, Moment, ich scroll mal nach. Wir haben schon zugeschnitten mit 1 cm Nahtzugabe. Unsere erste Herausforderung ist der Abnäher für die Brust. Abkappgröße B, ungefähr bis D. Dann müsste man ihn verbreitern wahrscheinlich. Den nehmen wir jetzt ab mit einem elastischen Stich mit der Maschine. Und bügeln ihn natürlich dann auch in Form. Einen habe ich schon vorbereitet. Ich muss mich ja mit Namens Maschine ein bisschen vertraut machen. Genau. Ich habe einen elastischen Stich genommen. Sieht man das? Moment. Jetzt sieht man es. Ich zoome mal ran. So. Genau. Ich habe mir auf der anderen Seite, wenn man das sieht, schon Zwicke gemacht. Moment. Schon beim Zuschnitt. Eine Nadel gesteckt, wo der Abnäher endet, beziehungsweise wo ich vorher ende, denn ich möchte nicht, dass der Abnäher bis zur Nadel läuft. Da schnappe ich mir das Teilchen, klappe das um, lege Zwick auf Zwick. Erklärst du nochmal, wie die Abnäher verlaufen sollen, dass die halt nicht so konstruiert werden beim Nähen wie... Genau, also der Abnäher ist ja ein Dreieck. Im Schnitt. Im Schnitt. Kein Moment, dass man es auch sieht. Wo hast du jetzt den Abnäher? Wo ist er? Ja. Da oben. Genau. Jetzt sieht man es ganz schön. Ah, er wird zwar als Dreieck konstruiert, aber genäht wird er natürlich schön rund, weil die wie Brust, eine Zwiebel hat man gesagt. Genau, in Zwiebelform. Kennt man ja so von russischen Kirchen. Genau. Kennt man diese Zwiebeltürme. Genauso näht man dann auch den Abnäher. Und das mache ich jetzt mit dem elastischen Stich der Nähmaschine. Willst du mal kurz erklären, wie man das näht? Also wie man ihn näht, dass man reinfährt, rausfährt? Oder wollen wir das lieber zeigen? Das wird man jetzt sehen, wenn ich gut genäht habe. Ich zoome mal dann auf... Ich zoome mal wirklich dicht dran, dass man das gut sehen kann. Das sind ja auch so Sachen, die ich lernen musste, wo ich bei dir in Ringsburg war. Genau, ich nähe jetzt quasi geradeaus, dann rauf und dann laufe ich quasi in diesen Bruch, den der Abnäher erzeugt, wieder raus, damit ich keine Tüte am Ende bekomme. Genau. Ich höre vor der Nadel auf, ungefähr eine Füßchenbreite, das sollte genügen. Beim elastischen Schnitt werde ich riegeln. Normalerweise fährt man raus und verknotet dann den Faden, zieht ihn auf einer Seite. Hier kann man das machen. Man kann auch gut schon sehen, wie das genäht ist. Da hat jeder übrigens seine eigene Handschrift. Du müsstest mal deine Hand wegnehmen, sonst jeder hat da seine eigene Handschrift, was den Abnäher anbelangt. Deswegen sollte man immer seine Abnäher selber nähen. Hier sieht man auch die Zwiebel überspitzt, wäre das jetzt so und wieder raus, dass ich da rauskomme. So, meine Nadel ist hier, die kann ich wieder rausziehen. Das Bügeleisen steht leider woanders, deshalb werde ich jetzt kurz den Abnäher bügeln. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Abnäher zu bügeln, das zeige ich euch auch. Hier sieht man das. Mhm. Okay. So, hier entsteht ja eine Schattenfuge. Je nachdem, wie die Zugabe des Abnähers liegt. Eine Möglichkeit ist, den Abnäher hier mit einem stumpfen Gegenstand reinzugehen. Die Schere eignet sich jetzt besser als der Zwick. Ich weiß gar nicht, wo mein ist. Ist auch zu dick. Da reinzugehen. Du brauchst jetzt was? Eigentlich nichts. Geduld und Liebe für den Schnitt. Also ich kann den Abnäher so bügeln, halb-halb. Dann muss ich ihn vorher so ausstreichen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass die Schartenfuge, ich weiß, man sieht es oft so, das Problem ist, wenn man es dann anhat, dann fällt der Schatten hier oben auf den Abnäher und es sieht nicht schön aus. Also bügele ich den Abnäher nach oben und dass die Schartenfuge unten ist, sodass der Schatten auch beim Anziehen nach unten fällt und nicht so stört. Den habe ich jetzt auch genäht. Der wird jetzt quasi wieder ausgebügelt. Und hier schaue ich, dass ich keine Spitztüte bekomme, sondern hier eine schöne Rundung mit einbügle,
sodass er dann auf die Olga passt. Ich werde jetzt bügeln, dann ziehe ich es kurz auf die Olga und dann machen wir die... Du müsstest noch einen Moment warten, das Bügeleisen ist gerade in Standby gegangen. Machen wir die T-Shirt-Verarbeitung und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ich habe mir sogar ein Bündchen zugeschnitten. Wir zeigen also komplett einmal, wie es gemacht wird, genau. Beim Darmschnitt. Ich muss dann von der Nähmaschine auf die Overlock wechseln, da müsst ihr ein bisschen geduldig sein. Sollte ich würde sagen, du darfst Problem bügeln. Sein. Okay. Das Bügeleisen ist startklar. Habt einen Moment Geduld. Du darfst die Leute unterhalten. Ich darf die Leute unterhalten. Wie gesagt, wir werden heute noch den Herrenschnitt realisieren. Und werden schauen, dass wir das euch so gut erklären können, dass ihr das relativ einfach nachmachen könnt. Wir haben uns Stoff rausgesucht, der eigentlich nicht benötigt wird, der hier schon ewig rumliegt. Wie gesagt, für solche Projekte könnt ihr... das ist gerade sehr ungünstig. Ich könnte mich einmal vor die Kamera setzen. Moment, ich setze mich mal hier hin. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs sehen. Ich weiß nicht, Paul, kannst du mal gucken, ob man mich sieht oder ob man mich nicht sieht? Man sieht mich bestimmt nur halb, ne? Und zack, da ist er. Zack, da ist er. Ja, wie gesagt, ihr seht mich heute mal teilweise hinter der Kamera. Ja, wie gesagt, macht's mit Stoff oder mit Jersey Spannbettlaken, die ihr nicht mehr benötigt, die ihr sowieso entsorgen würdet. Aber prüft eure Schnitte, das ist halt wichtig. Du hast gesagt, elastischer Gradstich. Ich würde ihn ja euch gerne zeigen. Ich versuche euch mal rumzuholen. Es wackelt und ruckelt mal kurz. Das ist so auf engem... Wie war das auf engem Raum nähen? Es war einfacher, wo wir in Ringsburg waren. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen sehen. Das ist der elastische Gradstich. Paul, wie wird der richtig genannt? Gibt es dazu eine Bezeichnung? Müsste man tatsächlich bei der Pfaff nachgucken, wie sie ihn nennen. Ich habe irgendwo das. Quasi ein Zickzackstich, der eher geradeaus läuft als zur Seite. Ich habe irgendwo das Anleitungsheft, da steht es wahrscheinlich drin. Aber bis ich das gefunden habe, ja. Ihr seht auch hier die Einstellung, die Paul verwendet. Nagelt uns bitte nicht auf die Einstellungen fest. Das ist nämlich bei jedem Jersey unterschiedlich. Genau, bei jeder Maschine, bei jedem Jersey. So, hast du Olga drapiert? Oh. Wollen wir Olga mal ins Bild rollen? Ihr seht jetzt mal Olga halb nackt. Halb angezogen, würde ich sagen. Na, jetzt ist sie angezogen. Halb angezogen. So, wir haben den Abnäher, den wir konstruiert haben, hier zur Seite verlegt. Hier sind unsere Schultern. Ich fahre euch mal ein Stück höher, damit der Paul im Ganzen sieht und die Olga. So, ich nehme das jetzt mal hier auf. Bertha sagt, das ist der Stielstich bei der 3.0. Mhm. Danke, Bertha. Danke, Bertha. Ach, ich glaube, du hast auch meine. Wir haben dieselbe Maschine, glaube ich. Irgendwie war mir so. Aber die stehen auch in der Maschine drin. Ich glaube, die sind in der Maschine auch betitelt. So, was ihr sehen könnt, ist dieser Schnitt, also Grundschnitt, mit den Abnähern ist jetzt so geregelt, dass er vorne, wenn man sich das von der Seite anschaut, noch so den, ich sag's jetzt mal Magen, weil man spricht ja dann im Verkaufsfernsehen vom Magen und nicht von der Wampe oder Bauch, sondern dass er hier relativ gerade rüberläuft, aber die Brust hier neben noch schön betont. Wenn ich ihn zusammengenäht habe, heute werde ich euch mal zeigen, wie man denn den auch wirklich passform genau machen kann oder besser anlegen kann, sodass er dann auch hier die Silhouette zeigt. Genau. Dazu gehört tatsächlich noch ein Abnäher. Hier seht ihr auch schon das Armloch. Ein Teil des Armlochs. Ein Teil, genau. Ist gut ausgefallen. Jetzt werden wir uns die Overlock schnappen, umrüsten. Und werden jetzt das Oberteil mit der Overlock fertig nähen. Machen wir dazu ein zweites Video, weil ich... Ich würde sagen, lassen wir es laufen. Oder... Okay. Yes.
Schauen wir mal, wie wir mit dem Gefummel rumkommen. Ich fummel mal mit. Ich kenne ja meine Technik so gut am besten. Ihr seid jetzt mal mit live dabei, weil ich es eigentlich schade finde, wenn wir jetzt hier nochmal fünfmal umbauen. Ich hol mal die Overlock. Du gibst mir mal die Pfaff, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Was, die Nähmaschine meinst du? Ja. Ja. Das hat sich bei mir schon so eingebrannt. Vorsicht. So, bitte verzeiht mir etwaige Fehler beim Overlocken. Ja. Wie gesagt, ich fremdel mit den Maschinen, das sind ja nicht meine. Nein, ich sag mal, selbst ich habe mit meinen Maschinen manchmal Probleme, es ist nie gleich. So, ich habe die Overlock natürlich ein bisschen vorgetestet. Ihr seht hier den Salat. Abgeschaut, dass sie einen schönen Stich macht. Danke. Bitte. Wir nehmen Kontrastfarben, damit ihr sehen könnt, wo wir sind. Natürlich näht ihr, wenn es das schicke Teil ist, mit einem normalen Faden, der auch zum Stoff passt. Bertha fragt, ob wir nochmal die Stichnummer haben. Oh, Bertha. Er ist in der Bezeichnung Gradstich drin, auf alle Fälle. Zweck- und Zierstiche? Nee, Zweck- und Normalstiche oder Grundstiche. In den Grundstichen. In den Grundstichen ist auf alle Fälle drin. Ich glaube, die 7 oder 8. Musst du mal gucken. Also gleich im ersten Menü. Hast du mir noch einen Stift? Ein Stift? Moment. In der Zeit, wo du zeichnest? Okay, nein, schau mal, das kann man nämlich sehen. Ich zeichne ihn jetzt nämlich auf unserem Schnitt auch auf der Rückseite. Der Stich sieht so aus. Moment, ich habe das Buch, ich weiß, wo es ist. Okay. Also so schaut der Stich aus in der Bedienungsanleitung. Der Stich schimpft sich. Kleiner Moment. Die Overlock ist mit 4 Farben auf ein normaler Overlock-Stich. Ohne Safety-Naht, aber auch nicht versäubern. Wir haben natürlich hier heute Glück. Wir haben einen Interlock. Das heißt, beide Seiten sind rechts. Ihr guckt natürlich vorher, welche die rechte und linke Maschenseite ist. Wenn ihr den Stoff zuschneidet, auch da den Fadenlauf beachten. Ich erkläre es fertig, dann sagst du den Stich. Mhm, ich suche der Jersey dehnt sich jetzt nämlich in der Weite, aber in der Länge kann es nicht. Das merkt man auch, da ist ein Widerstand. Das ist bei jedem Gestrick so. Und hier bitte darauf aufpassen, vor allem beim Ärmelzuschnitt. Wenn ihr den Ärmelzuschnitt so macht, dass sich der Ärmel in der Länge ausdehnt, dann könnt ihr das gar nicht tragen, weil sich der Ärmel beim Ausziehen auch in die Länge dehnt. Also er muss sich in der Breite dehnen. Du hattest jetzt welchen Stich? Das war der schräge, ne? Das ist der elastische Jersey-Stich. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Bertha, schau mal, das ist dieser Stich hier. Die 1118 elastischer Jersey-Stich. Zum Nähen von Nähten und elastischen Stoffen. Der da. Problem gelöst. Ein Hoch, dass der Herr Kamrat weiß, wo seine Bedienungsanleitung liegt. Der seit 7 Jahren nicht benutzt hat. Gut. Dann würde ich sagen, so, nähen wir das Teil. Wie doch verarbeitet mal zusammen. Man T-Shirts, Oberteile? Man schließt erstmal eine Schulter. Im besten Fall die rechte. Das machen wir jetzt auch. Bertha war schneller. Das ist sehr gut. So. Wie gesagt, verzeiht Paul jetzt irgendwelche Fehler mit der Overlock, weil er fremdet mit meiner Maschine. Ist klar, er näht heute zum ersten Mal auf der Maschine. Sie ist auch ungefähr so robust wie ein Schwedenpanzer. Insofern sind die Einstellungen so. Ich habe eher Angst, dass sie mir die Finger abhackt. Aber sie näht. Ihr müsst euch mal das Messer geben, das habe ich auch noch nie gesehen. Hier drückt man drauf, dann tut man das hier drunter, zack, es ist abgeschnitten. Premiere für mich. Du kannst auch das wie auf die altberühmte Art und Weise machen. Du kannst es ja am Messer selber vorbeiführen nochmal. Ja. So, ich habe jetzt die Schulter, eine Schulter habe ich jetzt geschlossen, die rechte Schulter, das ist ja mein Vorderteil. Jetzt muss ich wieder zum Bügeln gehen. Wir bügeln nochmal. Wir bügeln eigentlich bei jedem Schritt, der wichtig ist. Also
gut gebügelt ist halb genäht. Das wisst ihr ja. Wir bügeln auch die Schulter so aus, dass die Nahtzugabe nicht nach vorne zeigt. Sonst habe ich auch hier eine Schattenfuge nach vorne. Lieber möchte ich, dass die Schattenfuge nach hinten zeigt und ich eine saubere Schulter habe. Dann. Anita meint gerade, bei manchen Maschinen heißt der Stich auch schräg liegender Gradstich. Ja, wie, also aussehen tut er immer gleich und da macht aber jeder Hersteller sein eigenes Backwerk. Genau. Und jetzt bügele ich diese Naht aus und dann kommt auch schon das Halterhütchen dran. Bertha, du möchtest wissen, was für eine Ovi das ist. Das ist die Medion MD14302. Yanomi vertreibt die, AEG vertreibt die, Husqvarna. Auf hier steht drauf Home Electronic. Genau, welche Firma vertreibt es noch? Lass mich kurz überlegen. Welche Firma war das noch? AEG, Husqvarna, gesagt Medion. Medion unter zwei verschiedenen. Ich weiß, es steht irgendwo bei mir in meinen Videoanleitungen. Frag mich jetzt bitte nicht. Genau, wenn ihr es nicht wisst, Norman hat ja schon seit einigen Jahren einen Kanal auf YouTube. Da gibt es die ganzen Bedienungsanleitungen in Videoform für diejenigen, die die Art von Maschine benutzen. Also seit neuestem hat sogar Veritas die Maschine im Angebot. Ich habe sie damals relativ günstig geschossen, bin ich ehrlich. Mittlerweile wird sie für teuer Geld verkauft. Oh, in Vino Veritas. ich halte mal mit. Prost. Prost. Heute wäre ja ein größeres genau. Event gewesen. Antje meint unter Texta, genau, Texta ist auch Medion. Aber im Großen und Ganzen gibt mehrere Hersteller, also eine dieselbe Maschine unter verschiedenen Herstellernamen. So, ich bin jetzt hinten am Hals. Da. Mhm. Also hier, bei mir kann man es ja auch sehen. Mhm. Mhm. So, mein T-Shirt liegt unten und mein Bündchen ist oben. Warum? Weil ich muss. Hast du jetzt eine Naht geschlossen oder beide Nähte geschlossen? Ich habe nur eine Schulternaht Gut. geschlossen, denn ich werde jetzt das Bündchen um den Hals legen. Mhm. Moment. Und dann werde ich die andere Schulternaht schließen. Okay. Weil viele wahrscheinlich eine andere Verarbeitungsform kennen werden. Mit Ausmessen und... Genau, ich fahre jetzt mit dem Bündchen und mit meinem Stoff da rein. Also ich zeige euch die industrielle Verarbeitung. So, jetzt bin ich da drin bei meinem Ausschnitt. Den werde ich nicht ausdehnen, im Gegenteil, ich werde das Bündchen leicht andehnen beim Nähen. Mal eine Frage von meiner Seite, weil mich es ja auch interessiert. Mhm. Viele sagen ja zur Verarbeitung, erst Schulternähte schließen und dann den Halsausschnitt einnähen. Mhm. Du machst es jetzt anders. Hat es genau. eine Bewandtnis? Es hat die Bewandtnis, dass ich jetzt nicht... die industrielle Verarbeitung bedeutet schnelle Verarbeitung. Okay. Ja, und rationell. Und ich möchte hier nicht später das Bündchen extra ausmessen und die Einhalteweite berechnen und so weiter, sondern ich mache das so. Genau, das gibt ja, je nachdem was für Material es ist, 0,8 oder 0,7 als Faktor, ne? Genau. Und wenn man sich das jetzt anschaut, mein Shirt ist bestimmt auch so genäht. Also fast alle Shirts haben so einen Ausschnitt. Meins hat jetzt hier eine Reise, also in den seltenen Fällen wird es dann halt Schulternaht auf Schulternaht und dann... Du könntest mal ein Shirt holen, ich bin mir sicher, dass das auch so gemacht ist. Ich glaub, ihr könnt auch zu Hause nachgucken, eine Schulter wurde geschlossen, das Bündchen wurde in den Halsausschnitt genäht und dann wurde die andere Schulternaht geschlossen. Und wahrscheinlich mit der Coverlock oder abgesteppt? Oder mit der Ofi, so wie jetzt hier auch, ganz klassisch, ungebügelt, fertig. Wenn ich jetzt beim Nähen das Bündchen etwas dehne, dann habe ich später kein Bündchen, was Wellen schmeißt. Wie stark dehnst du das Bündchen? Also ich muss sagen, man braucht Gefühl dafür. Ich schaue, dass es nicht zu dolle ist, weil sonst habe ich hier natürlich ein Krummverhalten. Das okay. möchte ich nicht. Ich möchte schon, dass das ordentlich ausschaut. Obwohl ich nur ein Nessel-Modell nehme. Aber wo wir gerade an der Overlock sind, das Spiel mit dem Differential, das hatten wir ja vorhin. Was würdest du sagen? Pauschal kann man nicht wirklich sagen, oder? Das ist so ein Faktor, den muss man ausprobieren. Was? Differentialtransport, also
wie schnell der Stoff wegtransportiert wird? Es ist so, wer sich damit fachmännisch beschäftigt, weiß, dass er für jeden Stoff, den er kauft, für jeden Jersey, die Overlock erstmal einfahren muss. Genau, ich habe ja auch, ihr kennt es wahrscheinlich auch aus mehreren Nähforen, wo immer die Frage geht, haben wir eine Universaleinstellung für diesen, jeden, welchen Stoff, für Jersey etc. pp. Haben wir definitiv nicht. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, jedes Mal, wenn ich irgendein Projekt mit der Overlock nähe, probiere ich das vorher. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast ja eine Industriemaschine. Also ich habe 4 verschiedene Overlocks. Ja. Jeder hat einen Stich eingestellt bei mir, weil ich einfach nicht die Zeit habe, jedes Mal die Overlocks umzubauen. Genau. Vor allem habe ich Industriemaschinen im Atelier, da sieht das anders aus. Aber ich habe die klassische 3 Faden zum Versäubern, 4 Faden Safety Naht und Rolliermaschine. Mhm. Also alle sind eingestellt. Die nähen auch ein bisschen anders, aber im Endeffekt kochen die auch nur mit Wasser. Sie sind etwas robuster, etwas schneller, etwas präziser, aber das spielt da wirklich eine untergeordnete Rolle. Und ich muss auch jeden Stoff neu ausprobieren. Und normalerweise ist es ja auch so, für die Industrie oder wenn man sowas näht, wird die Maschine vorbereitet, eingestellt, dann wird das Projekt zu Ende genäht, 1000 Stück, dann kommt ein neuer Stoff, und wird die Maschine neu eingestellt, wieder 1000 Stück abgenäht. Macht das zu Hause auch so, wenn ihr einen Stoff gekauft habt, verarbeitet ihn gleich, macht eure Projekte damit, damit die Overlock darauf eingestellt ist. Genau. Und dann könnt ihr euch wieder den nächsten Jersey. Den nächsten Projekt, nennen, genau. Genau, der vielleicht ein anderes Differential braucht, weil sich sonst der Stoff wählt oder einhält, der sich ein bisschen anders verhält. Und das, ihr müsst immer 20, 30 Zentimeter also kaufen. Also verabschiedet euch von dem Gedanken, dass es eine Universaleinstellung für alle Stoffe gibt. Nee, lernt nicht. Eure Maschine kennen, genau. lernt es zu kennen, wie Stiche aussehen. Und wenn soll. Ihr nicht wisst, wie die Maschinen funktionieren, schaut bei YouTube, schaut in die Bedienungsanleitung. Ich nehme es. Genau. Ich habe mein Bündchen eingenäht. Das sieht auch richtig schön aus. Moment. Würdest du das jetzt nochmal absteppen oder würdest du es nochmal durch die Coverlock? Also wenn man es absteppt, wird es noch schöner. Man muss aber auch da aufpassen, dass man einen elastischen Stich nimmt. Macht. Mhm. Und vorher natürlich sauber umbügelt. Es ist ein Kann, kein Muss. Wenn ich es natürlich niedergesteppt habe, bleibt die Naht immer so. Was erspart mir das? Das dauerhafte Bügeln beim Bügeln. Denn wenn die Naht umgesteppt ist, bleibt sie auch so. Und ich muss sie nicht jedes genau. Mal den Halsausschnitt neu ausbügeln, sondern er bleibt auch solide. Das kennt man wahrscheinlich auch von Billigshirts. Ich kenne es auch von den Billigshirts. Hat aber einen Nachteil natürlich auch, wenn man die Naht unsauber macht und auch nicht eine Maschine hat, die diesen präzisen Stich kann, sieht es sehr hausbacken aus. Falls die Maschine das unsauber macht, lasst es bleiben. Macht es lieber so, das sieht viel schöner aus. Ich gucke mir gerade Normans T-Shirt an, was er heute anhat. Das sieht nämlich genauso aus. Das ist auch nicht abgestellt. Nein, gebe ich ihm recht. Und das ist auch das Ärgernis, was wir gerade sagten mit dem Bügeln. Man muss den Halsausschnitt immer wieder bügeln. So, ich gehe jetzt mal wieder zum Bügeln. Genau. Norman kann euch unterhalten und euch mal seinen Halsausschnitt zeigen. Übrigens wählt er, also da ist quasi nicht eingehalten worden. Ja gut, was erwartest du für ein T-Shirt, was für 2,50 Euro produziert wurde? Ja. Ihr seht es hier, kann man hoffentlich gut sehen, weiß ich nicht, zoom mal ran. Wie geht's zoomen? Mit beiden Fingern einmal. Also ja, ihr seht es hier ist nicht abgesteppt. Das ist auch ein Material, wie gesagt, was sich sehr doll ausdehnt. Die Firma möchte ich auch eigentlich nicht wirklich nennen. Es ist made in Bangladesch, gebe ich zu. Aber für die Arbeit reicht es eigentlich in der Regel. Und ihr seht hier, definitiv... Ich bin rausgegangen. Also, ja, alles gut. Wieder. Ihr seht auch definitiv hier, ne? Es ist nur mit der Overlock versäubert und nicht nochmal mit der Coverlock oder mit einer Zwillingsnadel abgesteppt. Und ihr habt hier immer das Ärgernis, ihr müsst hier definitiv immer beim Bügeln
den Halsausschnitt neu einbügeln. Ist ein bisschen nervig, ein bisschen fummelig. Und das Ding, bin ich ganz ehrlich, ist mit der heißen Nadel genäht. Solange das hält, aber für 2,50 Euro, was wollt ihr erwarten? Und viele haben ja immer noch dieses Bild, dass Nähen günstig ist. Ich glaube, das kann Paul auch widerlegen. Nähen ist nicht günstig, weil gerade Materialkosten alleine schon manchmal das Budget sprengen. Für 2,50 kaufe ich ein T-Shirt. Genau. Ich brauche erstmal überhaupt 2,5 Meter Jersey für ein T-Shirt, das ich dann nähe und zahle dann 20 Euro. Wetter sagt auch, sie steppt immer ab. Jana sagt, das dauerhafte Bügeln beim Bügeln. Wir werden mal Bertha, holst du, ach Bertha sag ich schon, holst du mal Olga mehr ins Bild, dann kann man das wahrscheinlich besser sehen. Und sie hat eigentlich schon einen wunderschönen Ausschnitt. Also ihr seht, ich habe denselben Stoff genommen. Ich habe, also mein T-Shirt lag unten in der Overlock. Ich zoome es mal ran, kleinen Moment, dann kann man das wahrscheinlich besser sehen. T-Shirt lag unten, Bündchen oben, ich habe das Bündchen leicht gedehnt beim Nähen. Und ihr seht, ich habe einen wunderschönen Abschluss in der gleichen Farbe und es sieht professionell aus und nicht hausbacken. Ich erspare mir das Absteppen hier, weil ich weiß, dass das mit der normalen Nähmaschine nicht schön wird. Ich bräuchte jetzt eine Coverlock, um das zu wechseln und hier mit der Flatlock, die Flatlock nachzusetzen, damit das perfekt wird. Paul, Thema Coverlock, weil wir gerade das hier haben mit dem Bündchen, lohnt sich die Anschaffung? Ja, nein, vielleicht? Also wenn ihr sehr viel elastische Ware verarbeitet, Jerseys, und ihr macht sehr viel mit Bündchen und es soll professionell aussehen und nicht hausbacken, kauft euch eine Coverlock. Wobei ich euch abrate davon, eine günstige zu kaufen und lieber nach Empfehlung, denn auch eine günstige Flatlock macht unschöne Nähte, dann lässt es bleiben. Verarbeitet bitte die Sachen immer so, was eure Maschinen auch können, je nachdem, was für einen Standard sie können. Das sieht lieber so schöner aus, als eine schiefe, unregelmäßige, unruhige Naht. Dann sieht diese Absteppung mit der Overlock und ich habe nichts gebraucht, einfach professionell aus und sehr schön und keiner wird wissen oder niemand wird dann merken und sagen, oh, das ist aber sehr hausbacken, hast du selber genäht, sondern man sieht es einfach nicht. Also lieber hier den entsprechenden Zug drauf nehmen und Gefühl haben beim Bündchen einnähen, mit der gleichen Farbe, so wie es die Industrie auch verarbeitet. Und dann sieht es schön aus. Auch für die Ärmel braucht man nicht unbedingt eine Flatlock. Da kann man auch zum Beispiel mit der Overlock eine falsche Flatlock setzen. Oder eben auch elastisch vernähen, absteppen oder ein Bündchen dran machen, so wie hier auch am Ärmel, sodass man das nicht sieht. Und wir werden das heute auch machen. Üben, üben, üben. Genau. Zauberwort. Einfach im Gefühl haben. Genau. Man braucht schon 10, 20 Shirts, um zu wissen, wie es läuft. Gut, dann wollen wir die Seitennähte schließen oder wollen wir die Ärmel einsetzen? Genau, jetzt werden die Ärmel eingesetzt, beziehungsweise jetzt wird die die Schulternaht geschlossen, die zweite. Dann kann ich die Ärmel jetzt einsetzen in die Armkugel. Viele machen es ja auch während das Shirt die Seitennähte offen hat, die Ärmel einnähen. Ist auch so Geschmackssache, oder? Naja, wir werden die Seitennähte auch offen lassen. Okay. Wir nähen in einem Zug komplett. Wie gesagt, ich zeige euch die industrielle Verarbeitung. Also kurz rationell. Rationell, schnell, schön, einfach, sodass ein Shirt auch in einer Stunde fertig wird. Ja, wie gesagt, also wo haben wir denn die Ärmel eigentlich gelassen? Die liegen bei der Nähmaschine. Die hat der Paul schon vorbereitet. Kleinen Moment. Ich drehe euch schon mal wieder in Reichweite und Zoom auch schon mal wieder ein wenig ran. Wie gesagt, als nächstes Projekt dann halt die Ärmel. Hallo Ute, grüß dich. Hallo Waltraud. Seid gegrüßt. Wenn ich jetzt irgendjemanden überlese, tut es mir leid. So schnell, wie es manchmal hier scrollt, kann ich das gar nicht nachvollziehen. Für die Qualität müssen wir uns auch das so ein bisschen entschuldigen. Es ist leider mit dem Telefon wieder, weil wir das Kameraproblem gestern und vorgestern nicht mehr lösen konnten. Ja, wie gesagt, wo hat der Paul... Das Schnittmuster. Ich schummel mich mal ins Bild zur Olga. Also wir schließen jetzt die Seitennähte. Und hier sind die Ärmel schon mal, die wir schon mal gebügelt haben, die wir mit Knipsen versehen haben. Ich komme mal ein wenig näher. Da wird euch Paul dann auch noch zeigen, wo vorne und wo hinten ist.
wie man das erkennen kann, würde ich sagen, oder Paul? Was? Du wirst auch noch erklären am Ärmel, wie man das Ganze unterscheiden kann, was vorne und hinten ist. Meinst du von der Armkugel? Von ja. der Armkugel her. Ja, das werde ich. Auch wenn ihr mal den Schnitt versehentlich abgemacht Bertha habt. Bertha fragt mich, ob ich den falschen Coverstich verwendet habe an der Maschine. Nein, Bertha, ich habe mittlerweile eine Coverlock selber. Auf Empfehlung, mit der ich sehr glücklich bin. Und ich möchte sie ehrlich gesagt gerade für elastische Stoffe nicht mehr müssen, weil ich so die Zwillingsnadel ein wenig verflucht habe. Ich habe zwar mit ihr gearbeitet, aber es sieht halt immer irgendwie hausbacken. Ich glaube, das ist das richtige ja. Wort. Hausbacken also, aus. Wer ein Patentrezept für die Zwillingsnadel hat und auch professionelle Ergebnisse vorzuweisen hat, bitte zeigt es mir. Ich habe es in 20 Jahren nicht gelernt. Und wie gesagt, ich bin froh, dass mir Paul die Maschine verraten hat. Ich kann mit ihr super arbeiten. Sie ist easy zu handeln. Ja, jetzt schließen wir mal die... Ich habe sie auch. Ich werde die Firma nicht nennen, weil ich nicht Werbung machen möchte. Aber ich habe sie von meinem Nähmaschinen-Dealer des Vertrauens, genau. Des Vertrauens empfohlen bekommen. In Regensburg, der Brother Nähmaschinen vertreibt. Es ist aber keine Brother. Nein, es ist... Also eigentlich die Firma... No-Name-Maschine? Nein, es ist keine No-Name-Maschine. Ich habe recherchiert. Die Firma stellt Industriemaschinen her. Und hat eine kleine Serie rausgebracht für Semiprofessionelle. Und die, die wir haben, also du hattest ja die Kombimaschine. Ich habe die Kombimaschine, die ist 6 Jahre alt. Ich kann genau. sagen, die ist ungelogen. Also wirklich, also de facto, mindestens 3-mal um die Welt gefahren. Die hat die Brautkleider versäubert, Rolliernähte gemacht, alles in einem perfekten Zustand. Ich hatte sie einmal in der Wartung, das hat sie nötig gehabt. Und sie näht heute noch. Und sie näht wirklich professionell. Und keine Nadelbrüche, keine Stiche auslassen, nichts. Einfach wirklich top. Sie ist komplex im Einfädeln, muss man so sagen. Obwohl bei dir die Kombimaschine schwieriger einzufädeln als die Coverlock, die ich habe. Ja, es also gibt es, ja so geht. Eine, es gibt ja so eine Luxusmarke von, genau. Von Overlocks. Ne? Genau. Die nutzen so sämtliche Babys hier. Hm. Ich hoffe, die Anspielung hat man verstanden. Ja, ich denke. Auf jeden Fall, sie kann nicht alles automatisch selber, man muss sich mit ihr beschäftigen. Genau, also man hat kein Patentrezept für die Maschinen, man muss sie ausprobieren, auch die Coverlock. Ich habe auch lange probiert, bis ich die Einstellung hatte. Ich hatte auch irgendwann mal in irgendeiner anderen Nähgruppe eine kleine Anleitung dazu gemacht, wie man diese Maschine einfädelt. Wenn ich sie nochmal auf meinem Telefon finde, kann ich sie gerne nochmal in die Gruppe stellen. Aber ich befürchte, ich habe das Video leider gelöscht. Oh. Aber viel Spaß bei deiner Schwiegermama. Viel Spaß beim Schwiegermann. Mama. Okay. Ja, wir machen jetzt mal Seitennaht Nummer 2 zu. Schulternaht. Ja, meine ich doch. So, ich passe natürlich schon jetzt hier auf, dass ich zum Schluss mit dem Bündchen schön rauskomme. Weiß nicht, ob man das gut sieht. Wenn du jetzt so bleibst, kann man es ganz gut sehen. Gut, also ich lege hier Stoß auf Stoß. Ich weiß, die Maschine transportiert ja quasi unten und oben habe ich einen leichten Verzug. Also lege ich 1 mm quasi unten vor und oben dahinter. Schaut, dass meine Nahtzugaben, die ich ja vorher gebügelt habe, auch schön unten bleiben. Sonst schaut mir die Schose wieder raus. Jetzt hoffe ich, dass sie das schneiden kann. Eigentlich kann sie es. Dieser Overlock-Faden hier, der wird stehen gelassen. Den brauche ich später, weil ich diese Naht noch regeln muss. Kannst du das bitte kurz erklären für diejenigen, ja. welchen die... Also ich muss diesen Faden hier einziehen und möchte hier natürlich auch ausgleichen, dass ich hier natürlich abgeschlossen habe am Bündchen und möchte nicht, dass meine Zugabe rausschaut. Insofern sorgt dann die Spannung dafür, wenn ich die Overlocknaht nach hinten nehme und sie dann später hier mit der Maschine riegel hin und her, dass auch keine Nahtzugabe mehr rausschaut. Mit welcher Maschine machst du das? Natürlich mit der normalen Nähmaschine. Okay. Die gehört wieder dazu. Man braucht alle beide, um ein T-Shirt fertig zu nähen. Mit einer alleine hat man vielleicht ein Ergebnis, aber kein perfektes Ergebnis. Auch solche Nähte müssen geriegelt werden. Da sind wir wieder bei dem Spruch, ersetzt eine Overlock eine Nähmaschine. Nein, sie ergänzt sie. Sie ersetzt sie nicht, sie ergänzt sie. Weil viele immer noch glauben, es reicht, sich eine Overlock zu kaufen. Man kann damit viele Projekte realisieren, aber nicht alles. Vor allem nicht... So, dann nicht holen wir mal die Olga ein wenig ins Bild.
Wie gesagt, Olga mit den Modelmaßen. Und mit Brust abnähern. Genau. Und das sieht richtig, richtig profimäßig aus. Und richtig schön. Holst du Olga noch ein wenig mehr ins Bild? Ja, mache ich. Ich stecke sie nur noch ein bisschen. Okay. Dann tue ich mir auch leichter. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr Olga besser sehen könnt. Oh, das ist die fa.gl. Bert, da schreib's doch einfach kurz aus. Dann wissen wir, was gemeint ist. fa.gl. Das ist eine gute Frage. Ich befürchte, es bezieht sich auf die Coverlock, wenn ich jetzt raten müsste. Nein. Nein. Aber ich glaube, nein. Sie heißt tatsächlich im Englischen und Italienischen ist es ein zusammengestelltes Wort von Nähmaschine. Die Maschine, die wir jetzt beide meinen? Mhm. Ja, stimmt. Also genau. Machina kommt drin vor. Ja, genau. So, ich möchte für Sumac keine Werbung machen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Firma, ja, nee. Nein, Firma GL. Ist es nicht. Es ist eine Industriefirma, die Industriemaschinen herstellt und eine kleine semi-professionelle Heimserie rausgebracht hat, Bertha. Ich glaube, die Anspielung war eindeutig. Also schaut euch mal den Ausschnitt an. Dieses ich zoome mal rein. Es sieht richtig, richtig perfekt aus. So wie ich gesagt habe, meine Zugaben, hier muss ich noch bügeln, liegen vorne, sodass ich quasi den Schatten nicht vom Saum habe hier. Genau. Ich habe wirklich ein perfektes Halsloch, das nicht ausleiert, sich nicht ausdehnt. Ich kann es noch ein bisschen ranzoomen. Ich habe eine wunderschöne Schulter. Sieht man das hier schon? Kleinen Moment. Jetzt sieht man den Abnäher. Ich habe jetzt gerade mal auf den Abnäher genau. Gezoomt. Ich habe einen schönen Abnäher, der nicht auf der Brustmitte aufhört, wo der Nippel ist, sondern daneben und ein bisschen drunter. Viele werden sich jetzt aber wahrscheinlich fragen, weil das fällt mir jetzt nämlich so auf. Es dellt sich vorne ein wenig aus am Abnäher. Kann man das noch korrigieren? Das da? Genau. Das muss man einfach nur schöner bügeln. Ich empfehle euch natürlich vorm Bügel Böcke. Also Bügelböcke. Also einfach Bügelböcke in jeglicher Fasson und Form. Willst du mal erklären, was Form Bügelböcke sind? Ich glaube, die Mehrheit weiß das nicht. Es sieht aus wie ein halber ovaler Pilz, auf dem man dann Rundungen ausbügeln kann. Eigentlich, ich glaube, das sind so diese Kissen, ne? Diese Formkissen. Genau, Bügelkissen. Bügelkissen. Aber ihr seht auch schon hier, eigentlich liegt die Naht. Und man kann sie sich, glaube ich, auch eigentlich alleine nähen? Nein, ich möchte sie nicht alleine machen. Diese nehme ich mit Rosshaareinlage, mit einer speziellen Kokosfaser drin, die gepresst ist, damit man da auch Nadeln reinstecken kann und dass sie die Form nicht verlieren. Also wer das selber bastelt, kann das zur Not machen, wird aber irgendwann mal wieder neu basteln müssen. Die Dinge halten einen Lebtag, die halten generationsübergreifend. Ihr könnt die ruhig gebraucht kaufen und einen Schonbezug drüber machen oder neu beziehen, wenn sie nicht mehr schön aussehen. Aber die, ich habe eine alte, ich glaube, die ist über 100 Jahre alt. Die habe ich vom Flohmarkt für ein paar Euro. Die hält ewig. Dann widmen wir uns, würde ich sagen, den Ärmeln. Genau. So, Olga lasse ich jetzt mal so. Olga lässt du so. Dann erklären wir mal, wenn mal der Ärmel vom Schnitt abgefallen ist, woran erkenne ich, wo ich bin. Also ganz wichtig ist natürlich hier. Warte, ich zoome mal ran. Ich zoome mal dicht, so dicht wie es geht. So, was ist vorne, was ist hinten, Paul? So, ich habe erstmal Zwicke gemacht. Essentiell, würde ich sagen. Ja, wichtig ist, weil das ist mein Ärmeleinsatzpunkt, das ist mein Schulterpunkt. Genau. Und das ist auch mein Ärmeleinsatzpunkt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher der hintere ist. Aber der Ärmel hat ja eine besondere Form. Ich weiß, dass Seitennaht auf Seitennaht zusammen perfekt. Warte mal, ich zoome noch mal ein wenig raus, damit man es besser sehen kann. Wenn ich den Ärmel aufgelegt habe, dann sieht es so aus, dass ich ja für die Schulter hinten mehr Volumen brauche, um die Arme nach vorne drücken zu können. Und ich sehe hier jetzt nicht mehr die Armkugel. Was bedeutet, ich habe hier natürlich mehr Stoff. Mhm. So, es ist nicht viel, aber es reicht schon aus, um natürlich die Passform zu beeinflussen. Hier kann man das gut sehen. Warte mal, ich zoome mal nochmal rein.
Das, was raussteht, ist die hintere Schulter bzw. Armkugel und das ist die vordere. Mein Schulter. Also das, was hinten weiter raussteht, ist die hintere Armkugel. Genau. Und das, was vorne kürzer ist, vorne ist die vordere. Ist, genau, weil das hier. Moment. Das, wenn man jetzt ich zoom mal auf dich, kleinen Moment. Genau. Hier brauche ich nicht das Stoffvolumen, was ich hinten in der Schulter brauche, weil das sieht man ja auch schon. Die Schulter braucht einfach Platz, um nach vorne zu gehen. Also brauche ich quasi wieder im Schnitt einfach hier sowohl im Armloch selbst als auch im Ärmel mehr Volumen. Stoff. Genau. Also hintere Armkugel ist immer etwas länger als die vordere. Wer das nicht weiß, markiert sich das natürlich vorher mit zwei Nadeln, damit er nicht falsch steckt, weil wenn man das falsch steckt, dann ist es richtig falsch. Ja. Und einmal falsch eingenäht, wird schwierig, das Ganze zu... Genau, ihr wisst ja selbst, Overlocken hat bedeutet dann eine halbe Stunde lang wieder öffnen. Gibt es eigentlich einen Trick, die schnell aufzukriegen, Paul? Man sagt ja, man soll eine Naht ziehen, und zwar die untere, und dann rebeln sich die anderen auf. Aber im Endeffekt quält man sich auch so. Also ich habe es auch festgestellt, manchmal funktioniert es nicht. Also es ist immer etwas schwierig. So, ich habe mir natürlich jetzt hier die Ärmel-Einsitzpunkte für vorne markiert. Die genau. Werde ich jetzt... ich zoome mal kurz auf die Olga. Brauchst du nicht. Brauche ich nicht. Ich hole sie gleich auf den Tisch. Du holst die Olga auf den Tisch. Beziehungsweise unser Shirt. Und da werde ich jetzt die Ärmel einsetzen. Ihr wisst ja, sehr sparsam sein mit Nadeln, was die Overlock anbelangt. Wenn ihr einmal drüber genäht habt, braucht ihr ein neues Messer. Genau. Oder eine neue Maschine, je nachdem. Eigentlich ist Stecken bei der Overlock ein No-Go. Ja. Macht auch die Industrie übrigens nicht. Da wird nicht gesteckt. Aber du würdest jetzt als Tipp geben, die Ärmel gut einzusetzen. Gibt es da einen Trick? Also, ja. Also bei unserem Schnitt wissen wir, dass die Schulter genau mit dem Schulterpunkt zusammentrifft. Das ist hier oben. Genau. Die hat da zu sein. Was wichtig ist, ist natürlich vorher schon mal den Ärmel zu stecken und zu gucken, ob er denn auch so passt. Der Ärmel im Shirt hat sehr wenig bis gar keine Einhalteweiten. Mhm. Insofern sollte er schon von Haus aus gut sitzen. Ich gehe mit den Fingern hin. Und du dehnst ihn leicht? Ich dehne ihn nicht leicht, nee, im Gegenteil. Ich möchte ihn nicht gedehnt haben, ich möchte, dass er schön sitzt. Okay. Ich lege wirklich Nahtzugabe auf Nahtzugabe und gucke, ob mein Ärmel hier ausreicht. Auch natürlich die Ärmel-Einsitzpunkte, die zusammengehören, die kommen da drauf. Also Knips auf Knips? Genau. Und auch hinten überprüfe ich das. Ob das passt. Und das sieht super aus und ich weiß, ich kann mein Ärmel schon einsetzen. Willst du mal zeigen, wie man steckt, wenn man wirklich mal stecken sollte bei der Overlock? Ich glaube... Ich will das gar nicht zeigen, weil niemand okay. An der Overlock steckt. Ja, aber es gibt viele, glaube ich, die stecken. Aber vorher überprüfen, es wird nicht gesteckt an der Overlock. Ende. Gut. Übrigens, wer die Rundung an der Armkugel beim Overlocken wegsäbelt, ist selber schuld. Die muss da reinpassen, ansonsten wird der Arm, das Arm noch sehr eng. Gibt es einen Trick, wie man die Rundung hinkriegt? Ja, schaut mir einfach zu. Nahtzugabe auf Nahtzugabe legen, Etappe für Etappe nähen, alles schön glatt streichen. Der Overlock 2-3 mm zum Wegsäbeln lassen, so wie sich's gehört. Schulterpunkt auf Schulterpunkt halten. Konzentriert bleiben, ruhig bleiben, entspannt bleiben. Wenn es nicht geht, dann den Kiefer zusammen. Waltraud möchte nochmal wissen, warum wir bei der Overlock nicht stecken. Waltraud, ganz einfach, Stecknadeln an der Overlock haben nicht zu suchen. Ja. Weil die Stecknadeln, wenn man einmal drüber genäht hat, das Messer ruinieren und wenn du Pech hast, die ganze Maschine inklusive Greifersystem. Und eine Maschine, gerade eine Overlock, ist sehr teuer.
Manchmal ist das Reparieren der Overlock genauso teuer wie eine neue. Genau. Deswegen haben Stecknadeln generell eigentlich an der Overlock nichts zu suchen. Vor allem Anfänger vergessen sie auch dann gerne drinnen und säbeln dann mit dem Messer drüber. Dann macht's Klack und Knack und dann war's das mit dem Messer. Bitteschön, Waltraud, gerne bisschen. Aber mit ein bisschen Geschick, sind wir ehrlich, kriegt man das auch so ganz gut hingelegt, ne? Beim Nähen. Schaut mal, ich habe vorher überprüft. Ich weiß, dass meine Warte, ich zoome mal ein wenig raus, dass man das besser erkennen kann. Der erste Ärmel ist ja eingenäht. Ihr seht, er liegt absolut ruhig. Es ist nichts verzogen, es ist nichts verdrückt. Er hat überhaupt kein Problem damit. Ja, Waltraud, das machst du wahrscheinlich, wenn du Pech hast, nur einmal. Weil das kann unter Umständen wirklich, wenn du Glück hast, ein neues Messer bedeuten. Und wenn du ganz viel Pech hast, definitiv eine neue Maschine. Neue Maschine nicht aus dem Grund, weil sie sich nicht reparieren ließe, sondern weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Lohnt. Genau. Wenn sich die Greifer verbogen haben in der Maschine, dann goodbye, Charlie. So, hier ist mein vorne. Auch da gucke ich wieder drauf. Schulterpunkt, Ärmeleinsatzpunkt vorne, Ärmeleinsatzpunkt hinten. Ich klappe um, damit ich ja nicht durcheinander komme. Waltraud meint gerade, Nähe ist toll. Ja, es ist ein schönes Hobby. Ja, man sollte es sehr oft machen und am besten die gleiche Sache 100 Mal. Die wird von jedem Mal zu jedes Mal schöner und besser. Und man lernt auch seine Maschinen kennen. Hier ein absolut ruhiger Ärmel, der da drinnen liegt. Jetzt geht es dann an die Bündchen der Ärmel. Wahrscheinlich dieselbe Verarbeitungsweise wie am Halsausschnitt. Das Einziehen der Overlock-Fäden, da ist ja auch noch so ein Ding. Ja, wenn ihr über eine Overlock-Naht näht, wieder, könnt ihr ruhig abschneiden. Wenn sie übrig bleibt, wie am Anfang der Ärmel oder hier am Hals, die wird verriegelt. Wo ihr Kreuznähte habt, die könnt ihr ruhig abschneiden. Denn die wird ja mit der nächsten Overlock-Naht wieder geriegelt. Ich kenne so ein, zwei Leute, die neigen dazu, das Ganze abzuflemmen, weil es ja Synthetikgarn ist. Was sagst du dazu? Kann man machen, ob wie sich das dann fest verbindet, ist wieder eine andere Sache. Wenn es Synthetikgarn ist, Glück gehabt, es kann aber auch sein, dass es Baumwolle ist und dann schmort es weg und dann hast du eine offene Naht. Kann man machen, aber bitte nicht an jedem Punkt.
Auch hier gehe ich vorher hin. Ich habe ja jetzt einen offenen, eine offene Armkugel. Natürlich bügele ich sie mir vorher aus, bevor ich dann hier irgendwie rein muss oder sowas. Das kann ich jetzt schon gleich erledigen und deshalb mache ich es auch. So, Norman, unterhält euch ein bisschen. Das, ich finde es mal schön, ich unterhalte euch. Das Problem ist, ah doch, dein Telefon liegt ja da. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt doch einfach. Und dann kann ich euch die Fragen Wortgulasch so schnell wie möglich beantworten. Ich hätte Angst, ich würde den Stoff verbrennen. Ich gebe zu, ich gehöre auch zur Kategorie, die das öfter mal machen, aber ich weiß, was ich für ein Garn da habe. Es ist nicht zwangsläufig gesagt, dass ihr, ja wie gesagt, also ihr müsst halt gucken, welches Garn ihr kauft. Das ist halt der Unterschied. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ist euch irgendwas unklar? Soll ich den Paul irgendwas fragen, was euch auf dem Herzen brennt, was jetzt die Verarbeitung angeht? Frag mal doch, wer es so macht und wer es anders macht. Genau, wer von euch macht das denn so, wie Paul es jetzt gerade macht und wer macht es anders? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Und ich hoffe echt, ihr könnt eine Menge mitnehmen von dem, was ihr so jetzt in den letzten Tagen gesehen habt. Nachher machen wir das Ganze ja noch für den Herrn, also das, den Shirtschnitt für den Herrn. Der ist ja ohne Abnäher. Wo machen wir da den Unterschied? Beim Shirt für den Herrn? Den Unterschied, wo wir den Unterschied machen? Na, der Herrenschnitt, der hat keine Abnäher an der Brust. Nee, und wir versuchen was vorher. Wir versuchen was vorher? Ja. Was versuchen wir dann vorher? Die Leute, die jetzt vielleicht keinen Probierstoff haben und auch einen richtigen Stoff... Wir nehmen das Ganze einmal mit der Nähmaschine, ohne Overlock. Wir heften es. Wir heften, Entschuldigung. Wir heften das Ganze mit der Nähmaschine vor. Und überprüfen die Passform. Genau. Waltraud, ihr sagt keine Nadeln bei der Uwi, aber wenn ich ein Bündchen annähe, brauche ich Nadeln. Habe ich Nadeln gebraucht? Sonst bekomme ich das nicht gleichmäßig an den Ärmel. Gut, dann zeigst du mir, warum das bei mir klappt und bei dir nicht. Waltraud, guck dir mal bitte die Verarbeitung vom Bündchen beim Paul nachher an. Waltraud, du hast viel zu viel Angst und du musst wissen, welcher Stoff oben und welcher unten liegt. Genau. Das kriegst du schon hin. Und Paul zeigt dir jetzt, wie man das Bündchen annäht. Auch die Industrievariante, ne? Genau. Rationell, kurz und schmerzlos, dass ihr das Shirt in einer Stunde fertig habt. Ja. Und dann, also maximal brauchst du eine Stunde, oder? Mittlerweile? Wenn ich alleine bin, 50 Minuten mit Zuschnitt. Mit Zuschnitt, aber dann arbeitest du rationell, du... Stellst erst den Schnitt auf, du... Natürlich, so wie jetzt auch, das, was wir gemacht haben. Genau, so wie wir es gemacht haben. Also ihr habt ja größtenteils off-camera natürlich nichts mitbekommen. Wir haben erst den Schnitt aufgestellt, das habt ihr noch live gesehen. Dann haben wir das Ganze zugeschnitten und wir haben dann das Ganze jetzt für euch mit euch live genäht. Wobei der Zuschnitt war eine Viertelstunde. Also. Genau. So, ich habe hier meine Armkugeln ausgebügelt. Eventuell muss ich noch was zuschneiden, denn ich habe nur eins. Mal schauen, ob es reicht. Mhm. Auch hier gehe ich genauso vor. Warte, ich zoome dich mal ran, damit man das mit dem Bündchen sieht. Der Stoff, der nicht ausgedehnt wird, liegt unten in der Overlock. Mein Bündchen, was ich mir zugeschnitten habe. Und ihr könnt so breit machen, ganz schmal. Also es liegt in deinem, genau, im eigenen Geschmack. Und hier auch wieder die Devise leicht dehnen und du dehnst halt nur das sogenannte Bündchen, oder? Genau, also der Ärmelstoff liegt unten, das Bündchen ist oben. Ich schnapp mir das erstmal mit der Overlock. Wenn es jetzt drin ist, richte ich meinen Stoff aus, nehme mein Bündchen, ziehe es leicht an. Hier ziehe ich wieder leicht an. Also es ist wirklich eine Gefühlssache, ne? Ja.
Nichts mit Gewalt. Das ist die Devise. Also ich habe gelernt bei der Overlock, lasst die Maschine arbeiten, zieht nicht zu doll. Dafür habt ihr den Transport, also das Differential, den sogenannten Transporteur. Das ist halt wirklich, man muss das erstmal übt vorher, genau an Stoffen, die ihr nicht braucht, bevor ihr an schöne Stoffe wagt, die ihr tragen möchtet. So, schauen wir, ob es langt. Langt allemal. Aber was würdest du sagen, was ist schwieriger, Jersey oder Webware? Jersey. Auf jeden Fall Jersey. Weil viele Jersey, Staaten... Jersey ist schwieriger in der Verarbeitung, Webware ist schwieriger in der Passform. Mhm. Das sind die zwei Unterschiede. Weil viele Staaten ja, wenn sie überhaupt mit dem Mähen anfangen, meistens mit Jersey. Ja. Waltraud, viel Spaß beim 70. Geburtstag. Bis morgen. Wer war das mit den Stecknadeln? Das war die Waltraud mit den Stecknadeln. Oh je. Und die Waltraud, die geht jetzt zum 70. Geburtstag. Waltraud, noch schnell für dich gezeigt. Also, das Einhalten ohne Stecknadeln, ohne nichts. Ist perfekt, man braucht sie nicht. Einfach nur in Ruhe nähen, ohne Gewalt, ohne Gegenziehen. Ich lasse mir noch ein bisschen was vom München dran, dann tue ich mir leichter mit dem Vernähen. Und jetzt gehe ich natürlich hin und bügel meine Nahtzugabe nach innen, damit mein München ruhig liegt und ich hier jetzt die Seitennaht schließen kann. Genau. Und dann sind wir auch eigentlich fast durch. Dann fehlt eigentlich nur noch der Saum, ne? Ja. Ich gehe euch mal noch mal ein bisschen auf den Keks. Also, das nächste Video wird dann sein Herrenschnitt und wir heften dann das Ganze mit der Nähmaschine. Wieder wahrscheinlich mit dem Stich, den wir jetzt schon mal hatten, oder? Nee. Nein? Mit dem Heftstich. Mit dem Heftstich. Waltraud. Bitte, Waltraud, gern geschehen. Bis morgen. Viel Spaß auf dem 70. Geburtstag. Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen? Es ist ja nicht alles immer so easy going. Wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Noch sind wir live. Wenn ihr auch im Nachgang noch irgendwelche Fragen haben, die sich bei der Verarbeitung ergeben, schreibt uns unter die jeweiligen Videos oder schreibt uns die Frage direkt ins Forum und wir versuchen, das Ganze dann zu klären. Und ja, wir sind jetzt gleich angekommen bei den Seitennähten. Moment, wir hüpfen, wir wechseln, wir... Dum, 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 dum. Ich habe gebügelt, jetzt lege ich mir meine Seitennähte zusammen. Was sind die wichtigsten Punkte? Also der wichtigste Punkt ist entweder... Warte, ich zoome mal ran, damit man das ganz gut sehen kann. Entweder ist der Abnäher mittig ausgebügelt oder nach oben, damit quasi der Schatten nicht nach oben fällt. Hier habe ich natürlich meine Achselnaht, die ist ausgebügelt. Die lege ich auch aufeinander und da lege ich auch großen Wert drauf, dass man da so kurz wie möglich vorher... hier feststeckt, beziehungsweise auf der anderen Seite, denn ich nähe von unten, wenn ihr näht auch mit der Overlock, näht bitte die Nähte immer in eine Richtung, das bedeutet nicht einmal vom Ärmel nach unten in den Saum
und einmal vom Saum in den Ärmel, sondern bitte immer entweder vom Ärmel in den Saum oder umgekehrt. Ich starte natürlich unten. Ich könnte jetzt natürlich auch hier wie im Halsausschnitt vorher das Bündchen annähen. Eine Seite offen lassen, also eine Seite schließen, eine offen lassen, Bündchen einnähen und dann eine Seite schließen. Dann brauche ich gar keinen Saum an der, am Würdest Objekt du den machen. Saum vorher machen? Also wenn du jetzt sagst, du genau. machst jetzt einen Saum, ja. den du mit der Maschine nähen würdest, also mit der Coverlock oder mit der Zwillingsnadel, würdest du ihn vorher machen? Ja, oder würdest das du würde ihn ich. Ich würde den Saum vorher schließen, also eine Seitennaht schließen, Saum umbügeln, Saum nähen und dann bei der anderen Seite alles in einem Ruck zusammenschließen. Weil viele wissen das ja nicht. Genau, also bei den Industrie-Shirts ist es ja wahrscheinlich, muss mal reingucken, bei mir. Also man sieht es hier definitiv auch. Ja. Er ist sogar noch anders gemacht. Er ist auf beiden Seiten. Also ja. Das ist wirklich die billigste Verarbeitung. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und wenn man das genau nimmt, sind noch nicht mal die Nähte aufeinander. Ja. Das ist das, der Nachteil an Industriemaschinen halt, ne? An Industrieverarbeitung, nicht an Industriemaschinen. Nicht unbedingt an der Industrieverarbeitung selber, weil manche wird richtig schön, aber an der schnellen Verarbeitung. Ja gut, für 2,50 Euro machen wir uns nicht vor. Dann näht man es nicht. Ich lasse bei der Overlock immer ein paar Millimeter Nahtzugabe, damit das Messer auch was zum Wegschneiden hat. Eine Overlock, die ins Leere läuft, geht auch kaputt. Mein Abnäher schaut nach oben in dem Fall. Ich komme hier am Ärmel an. Ich schaue, dass ich hier meine Säume aufeinander lege. Auch hier wieder die Devise, lasst das Differential arbeiten. Zieht nicht am Stoff. Hier kann man den Ärmel wieder gerade machen dagegen und durchdrücken, dann liegt er auch schön an. So, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich tatsächlich auch unten ein Bündchen einnähen würde. Mit der gleichen Technik wie auch den Halsausschnitt. Aber ich werde hier tatsächlich umklappen, festheften. Ich weiß nicht, ob wir nochmal dann Saum setzen. Das ist eigentlich mein Nessel-Modell, aber an dem zeige ich euch schon die rationelle industrielle Verarbeitung. Bertha fragt, was sie unten für den Abschluss machen. Genau, wie am Bündchen könnte man das machen. Ich lasse ihn jetzt offen. Also, normalerweise würden wir jetzt rein theoretisch, man könnte ein Bündchen machen, man könnte einen Saum machen, also umbügeln und das Ganze dann nähen. Genau. Ich habe 4 cm unten Saumzugabe. Einmal umbügeln und einmal mit der Flatlock nähen oder dem elastischen Stich der Nähmaschine. Oder im Zickzackstich.
Auch hier wieder darauf achten, Abnäher nach oben. Und da hat die Olga was zum Anziehen. Da bin ich ein bisschen rausgerutscht aus dem Bündchen. Da würde ich jetzt ein bisschen nachbessern. So, ich bügle mir meine Seitennähte auseinander und unten den Saum um. Und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Ich hole dann mal schon die Olga ins Bild. Gucken wir mal, ob man die Olga sieht. Nachher brauchen wir wahrscheinlich Oleg oder mich persönlich. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schießt nochmal los. Ansonsten, Paul, haben wir irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, oder? Wie gesagt, bügeln A und O. Steffi, viel Spaß beim Geburtstag. Scheint aber heute viele Geburtstag zu haben. Dann lass uns doch mal 10 Monate zurückrechnen. War irgendwie Stromausfall? Ja. Wie gesagt, ich kann euch ja mal kurz auf Paul nochmal drehen, der fleißig beim Bügeln ist. Ja, ich habe eine Dampfbügelstation, also einen Bügeltisch mit Absaugfunktion. Das hört man jetzt wahrscheinlich auch, die hat Paul angemacht. Weil eigentlich nimmt sie mir das auch übel, wenn ich Dampf bügel und das Ding nicht an ist. Mittlerweile mit, ich glaube, Dampfbügeleisen, also Dampfbügelstation Nummer 4. Dreier haben den Geist aufgegeben, das ist jetzt Nummer 4. Also sie verzeihen einem nicht sehr kalkhaltiges Wasser. Auch hier der Tipp, mischen mit destilliertem Wasser, Hälfte, Hälfte. Oder wenn der Mann ein Aquarium hat und eine Osmoseanlage, dann wisst ihr, wo ihr euch bedienen könnt. Genau. Ja, Anita, den Saum kann man umbügeln, man kann aber auch ein Bündchen machen. So, ich würde sagen, wir drapieren die Olga, die ist ja drapiert, aber wir drapieren jetzt den Stoff auf der Olga.
Zack, einmal durch meine Küche durch. Einmal im Curry gelaufen. So. So, ich möchte euch einmal meine Kreuznähte zeigen. Moment, ich zoome mal ran. Ich habe eine Stecknadel gebraucht, um mich auszurichten. Okay, man sieht sehr gut jetzt. Super. Sehen auch schön aus. Jetzt ziehe ich sie mal an. Jetzt ziehen wir Olga etwas an. Sie friert nicht mehr. Was hatten wir schon in Ringsburg festgestellt? Es ist schwieriger, Büsten anzukleiden, als diejenige Person selber, ne? So ist es. Anita sagt, ihr fällt bei extrem vielen Bildern auf, dass einfach nicht gebügelt wird. Das finde ich immer furchtbar. Ja, das kennt man mittlerweile. Da kenne ich auch so ein paar Kandidaten. Das Bügeln ist wirklich essentiell beim Nähen. Das sollte man sich angewöhnen. Das sollte man auch machen. Und ihr seht, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir online sind. Das lässt sich jetzt schwer sagen. Kannst du das mal auf deinem Telefon nachverfolgen? Vielleicht sieht man es ja. Drauf, eigentlich steht es drauf. 1 Stunde, 11 Minuten. Das heißt, wir haben das Shirt in gut einer Stunde fertig genäht. Genau. Wobei natürlich mit Erklärung. Mit Erklärung. Natürlich, wenn ihr es alleine macht, mit Vorbereitung, seid ihr essentieller, schneller, rationeller. Genau. Ohne labern. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So, hier sieht man auch ganz gut. Ich stecke jetzt nur noch meinen Saum ab. Und den würde man dann halt entweder mit der Coverlock nähen. Also hier kann man auch unten ein Bündchen machen. Oder halt ein Bündchen. Man kann es mit der Coverlock nähen. Man kann es rollieren, wenn man es lustig findet. Wenn man dieses Gewellte haben möchte und der ist außen. Aber so schaut das aus. Und ich finde auch die Abnäher sehen sehr schön aus. Sie kommen gut zur Geltung. Was die Abnäher haben jetzt natürlich den Riesenvorteil. Die Brust spannt nicht, die Brust zieht nicht. Das Shirt liegt richtig schön auf. Das ist Qualität im Schnitt. Hier kann man auch übrigens die Armkugel sehen, wie sie sich abformt und wie hoch man den Arm machen kann, ohne dass es hochreißt. Das ist die mittelhohe Armkugel, die haben wir bei dem Herrn auch. Also quasi Gestikulationsweite bis hierhin und da ist auch Ende. Hals sitzt auch sehr schön. So. Wer jetzt natürlich eine ideale Figur hat und sportlich ist und nicht möchte, dass hier am Bauch kaschiert wird, weil ihr seht, das T-Shirt liegt ja nicht an, sondern es schwebt quasi vom Bauch. Aber wenn ich noch mehr Silhouette zeigen möchte, dann gehe ich auch neben dem Brustpunkt hin, suche mir in der Taille den schmalsten Punkt aus und setze hier Abnäher, auch im T-Shirt kann ich das machen, mit der Naht, die wir hatten. Das machst du aber dann, bevor du das Bündchen oder den Saum nähst, oder? Der Abnäher kann nach unten komplett durchlaufen, muss aber nicht, er kann auch je nach Hüftweite vorher schon auf 0 auslaufen. Das muss ich dann schnittabhängig machen. Also ich hoffe, es macht jetzt Sinn, in das, was wir gestern gemacht haben, mit dem jetzt, was ihr seht, wie aus einem Grundschnitt halt ein Modellschnitt entsteht. Das ist jetzt immer noch eigentlich der Grundschnitt. Genau. Halt mit einem Dreiviertelarm.
Das gleiche gilt auch für den Rücken übrigens. Auch der ist natürlich, hat eine schöne S-Kurve. Und auch die kann man betonen. Zeige ich dann auch gleich. Hier sieht man jetzt übrigens sehr gut den Unterschied, was es bedeutet, Abnäher zu machen und nicht, vor allem von der Seite. Die Abnäher für vorne sind erst ersichtlich, wenn man sie auch von der Seite betrachtet. Wenn ich jetzt tatsächlich möchte, dass ein T-Shirt auch von der Seite komplett anliegt und die Silhouette zeigt und jetzt am Bauch auch anliegt, ist übrigens meine Taille und die habe ich jetzt durch das Verlegen, wie ich es euch gezeigt habe, auch schön getroffen. So sieht das dann aus, wenn ich nochmal die Form im T-Shirt mit einem Abnäher setze und nicht durchs Ziehen und mit Gewalt anziehe, sodass das hier diesen Presswurstfaktor hat, sondern ein T-Shirt, was wirklich schön am Körper anliegt, komplett faltenfrei ist, sauber aussieht. Auch das gleiche im Rücken, ich sehe hier, auch hier könnte ich Abnäher gestalten. Und die Falten zeigen auch wohin. Ab da macht übrigens für mich persönlich das Nähen einen Sinn. Denn Nähen ist teuer, ein teures Hobby. Wer Kleidung möchte, die gut sitzt, wer sich mit seiner Figur auseinandersetzt und für sich näht und schöne Sachen macht, in Ruhe, der kriegt auch perfekte Ergebnisse. Und wenn sie nicht perfekt sind, lernt aus euren Fehlern, wiederholt sie, macht es von vorne. Ja, ich habe es auch bitterböse gelernt. Ja, Übung macht den Meister. Genau. Und auch ihr braucht nicht erwarten, dass ihr mit einem Shirt perfekt nähen könnt. Also es ist utopisch zu sagen, ein Shirt genäht und ich kann's. Nein. Der Zeitpunkt wird kommen, ihr werdet es nicht mal selber merken, wenn ihr das gut könnt. Irgendwann mal freut ihr euch einfach, boah, die Sachen sind toll, oder die Leute sagen, boah, wo hast du denn das tolle Ding her? Da habe ich mal zwischendurch selbst genäht. So. Hätte ich das T-Shirt jetzt alleine gemacht, wäre ich schon lange fertig, hätte ein perfektes T-Shirt mit perfekten Nähten, perfekte Passform für den Rücken, auch mal die Rückensilhouette sieht. Also auch Abnäher auch bei Jersey funktionieren. Ja, bitte näht Jersey auch in Form, macht Abnäher, macht Formnähte, es macht absolut Sinn. Es macht keinen Sinn, sich in den Jersey zu knallen und auszusehen wie eine Pelle. Oder wie ein Kartoffelsack. Genau. Im Idealfall sieht ein T-Shirt tatsächlich so aus. Auch die Damen mit größerer Oberweite und mit mehr Bauch können Abnäher tragen? Sicher, der Abnäher. Wer natürlich eine große Oberweite hat, hat auch natürlich hier die Differenz. Ihr müsst ja quasi nicht auf Null nähen, sondern ihr könnt aber hier eine leichte Anrundung machen, damit auch hier eine schöne Taille und Silhouette entsteht. Es ist nicht der Sinn des Abnähers, am Körper komplett aufzulegen, sondern einfach die Silhouette schon zu betonen. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob ich noch ein altes Shirt von mir habe, wo man sieht, da sieht man definitiv, dass ich aussehe wie ein Kartoffelsack. Ich muss mal gucken, ob wir nachher noch eins finden für den Herrenschnitt, wenn wir den machen. So, ich würde mich über ein Like freuen, wenn euch das T-Shirt gefällt. Ihr dürft es gerne teilen, ihr dürft es verbreiten, ihr dürft andere Leute einladen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Habt ihr jemanden, der die Konfektionsgröße 38 hat? Soll ich es fertig nähen? Möchte jemand was Giftgrünes haben? Also Giftgrünes, das ist Neongrün, ja. Ja, Neongrün. Und ich und wo bekomme ich jetzt eine Puppe her, die ich auf meine Maße einstellen kann? Gar nicht. Anita, gar nicht. Ich habe auch eine Billigvariante, die so halbwegs meinen Maßen entspricht. Die nutze ich aber auch, das weiß ich auch erst, seitdem ich in Regensburg bei Paul war, zum Kontrollieren. Aber diese Puppen zum Einstellen sind nie 100%. Ihr werdet, die meisten haben immer Zwischengrößen und es gibt meistens immer nur fest einstellbare Größen bei diesen Puppen. Und ich glaube, ich muss mal in meinem Arsenal gucken. Ich habe eins. Und zwar mein erstes selbstgenähtes Shirt mit der Kapuze. Wir werden es mal nachher machen. Da sehe ich aus wie ein Kartoffelsack, mittlerweile auch durch die Gewichtsabnahme. Und da sieht man ganz gut, dass man halt auch mit Abnähern, das können wir variieren, da können wir Stecken machen, tun. Dann zeigen wir euch mal, wie das dann da aussehen würde, obwohl Abnäher bei Männern halt immer im Jersey
speziell an der Brust und so weiter, würde komisch aussehen, denke ich mir. Also bei Abnähern die Taille so stark zu betonen, ist nicht üblich. Anita, wenn du kannst gucken bei, wie heißen die, Dummy Dolls? Genau. Genau, bei Dummy Dolls, da kriegst du sie, ich habe meine, glaube ich, für nicht mal 34 Euro bekommen. Da kannst du sie dir auch zusammenstellen, genau. Farbe, Holz oder Bezug. Metall, Fuß, wie auch immer. Also ich arbeite auch mit ihnen und wie gesagt, sie braucht man nur zur Passformkontrolle, um zu schauen, genau. Ob die Nähte schön sind, ob alles so sitzt, ob alles in Balance wäre. Wenn man eine Problemfigur hat und Problemfigur bedeutet schon, man ist größer oder kleiner als der Rest oder vielleicht ein bisschen schief, dass man da überprüfen kann, ob das alles so passt. Auch diese Büsten kann man abpolstern übrigens und auch seine Figur abändern. Ich denke mal, das könnten wir irgendwann mal zum separaten Video machen. Wenn man möchte. Es gibt aber auch tatsächlich vom Berufskolleg Stuttgart, vom Herrn Guido Hofenbitzer, eine Anleitung auf YouTube, wie man eine Büste selbst erstellt. Mit doppelseitigem Klebeband? Ja, mit Papierklebeband. Genau, ich habe es, glaube ich, gesehen. Nein, also mit er macht die Papierklebeband, genau. Die vernünftige Variante. Die dauert aber ein bisschen und da muss man sich damit beschäftigen. Und man muss Minimum zu zweit sein. Ja, man muss zu zweit sein. Wenn ihr eine stabile Figur habt, könnt ihr das gerne machen. Bei Leuten, die sehr schwanken in der Figur, macht eine Formbüste keinen Sinn. Erstellt lieber euren passgenauen Anita, Schritt. Nicht mit Klebeband, wirklich mit Papierklebeband. Papierklebeband, so wie Tapete nenne ich es mal. Genau, es gibt wirklich, ich bin über dieses Video gestolpert, ich habe es mir wirklich mal komplett angetan. Es ist sehr interessant, aber du brauchst Minimum ein, zwei Leute, die dich dann halt bekleben mit diesem Papierklebeband. Und genau, es ist aber interessant, du kannst es gerne mal auf YouTube googeln. Ich weiß jetzt auch nicht die genaue Bezeichnung, aber ich glaube, wenn man eingibt Maßbüste, Maßpuppe, Schneiderbüste selber, ich glaube Schneiderbüste selber herstellen oder sowas, da wird es genau gezeigt, da ist auch dieses Video. Ich suche mal raus, ich mache euch einen Link auf die Dressmakers, da könnt ihr dann draufklicken und euch gerne versuchen. Übrigens, die Variante mit Schaumstoff habe ich schon versucht, die ist total in die Hose gegangen, das geht gar nicht. Genau. Ansonsten, wenn ihr jetzt keine Fragen habt, würden wir das Video beenden, würden uns vorbereiten aufs nächste. Es dauert ein paar Minuten. Genau. Gibt uns eine halbe Stunde, wir müssen empfehlen, noch zuschneiden. Zuschnitt zeigen wir euch nicht, weil der ist irrelevant. Ihr seid groß genug, ihr habt schon Sachen zugeschnitten. Denke ich. Und die Dame lassen wir dabei so stehen. Vielleicht wollt ihr noch was dran sehen oder wir erklären was dran. Genau. Ich nähe sie jetzt nicht fertig, außer jemand von euch hat einen Wunsch, dieses T-Shirt zu tragen. Dann schicke ich es gerne weg und nähe es dann fertig. Und dann verabschiede ich mich. Bis später.